Rang 10 der schönsten Tore des Jahres belegt Gian Daniel Prange von der U19 des SV Deutz 05. Mit seinem Lupfer schießt er das 6:1 für seine Mannschaft und verewigt sich in unserer Rangliste. Platz 9 schießt Mandana Katharina Knopf von der zweiten Mannschaft des FC Köln. Im Durcheinander behält sie den Überblick, schlänzt den Ball über Freund und Feind ins Tor. Unser Platz 9. Für Rang 8 statten wir der Bezirksliga einen Besuch ab. Ömer Kamuralioglu schießt für seine Jungs vom SV Neubrück das 1:0 gegen Lindenthal Hohenlind. Sein Schuss aus 20 Metern schlägt wuchtig im Netz ein. Torhüter Marc Biermann wird zum Zuschauen verdammt. Von der Bezirksliga geht es in die Kreisliga. Hier kickt ein gewisser Jan Lauterbach. Und das richtig gut. Gekonnt lässt er seine Gegenspieler aussteigen, ehe er wuchtig abschließt. Die Partie gewinnt der SSV Berzdorf schlussendlich mit 11:1. Auf Rang 6 schießt sich Friedrich von Storch aus der U17 des FC Rhein-Süd-Köln. Aus Spitzenwinkel schließt von Storch gekonnt ab, der Ball landet unhaltbar im langen Eck. Für uns Platz 6. Platz 5 belegt Gloria Kjaukjau vom Afrika FC. Gegen den SV Zollstock trifft er sehenswert aus 25 Metern per Schlenzer. Es ist das erste Tor in der Vereinsgeschichte des jungen Teams und was für eins. Rang 4, Stefan Weitz von Rot-Gelb Wesseling. Er trifft per Direktabnahme aus knapp 30 Metern. Keeper Patrick Felden kommt nicht mehr ran. Wesseling gewinnt schlussendlich 7:0, auch dank Stefan Weitz. Alles Gute kommt von oben, Tore manchmal auch. Marcel Manderfeld vom SV Westhofen-Ensen mit einem Volley aus 30 Metern beschert uns Platz 3. Platz 2 für den Sprecher ein Graus, für die Zuschauer ein Segen. Chrysovalantis Tsapranzis vom FC Leverkusen nimmt allen Mut zusammen, hält aus 20 Metern einfach mal drauf. Das Glück ist auf seiner Seite, der Ball prallt vom Pfosten ins Tor. Platz 2 für Chrysovalantis Tsapranzis. Und jetzt das schönste Tor des Jahres. Sebastian Bamberg vom SV Bergfried Leverkusen probiert aus 50 Metern den Keeper zu überspielen und hat Erfolg. Bamberg wird für seinen Mut belohnt, der ganz frech im hohen Bogen Torhüter Christoph Geschonek überlistet. Unser Tor des Jahres.